Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption, beziehungsweise auch zu einer neuen Aufnahme. Deswegen auch wieder der Ladebildschirm diesmal. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch hoffentlich ein bisschen gefallen, auch wenn ich total am Versagen bin meistens. So, wo sind wir denn hier? Irgendwo am Wasser, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Ja doch, ich erinnere mich, ich bin nach Blackwater geritten, gell. Dann bräuchte ich mal ein Pferd. Okay. Und da muss ich scheinbar nach rüber. Jetzt muss ich einmal kurz hier auf der Karte schauen, wo ich eigentlich hin muss. Quasi einmal nur über den Fluss rüber und die Klippe nochmal hoch. Ich glaube nicht, dass das hier geht. Ich markiere mal als Wegpunkt, weil ich glaube, hier kommen wir nirgends hoch. Deswegen gehe ich dann jetzt mal hier außen rum. Einen kleinen Umweg. Und ja, ich möchte automatische Speichern aktivieren. Ja! Hier komme ich auf jeden Fall hoch. So. Ist aber etwas blöd gemacht. Na gut, wahrscheinlich, wenn man eigentlich nicht nach Blackwater darf, dass man dort dann jetzt etwas näher spawnt, weil eigentlich bin ich ja schon hingeritten. Und gefühlt die Hälfte vom Weg kann ich jetzt gerade noch markieren. So komme ich aber von den Wölfen wahrscheinlich weg. Das müsste locker reichen. Die nehme ich mir jetzt auch mit, weil die reiten jetzt auch erstmal in die Wölfe rein. Darauf kann ich auch dann gerade verzichten. Ich will hier einfach nur in Ruhe nochmal nach Blackwater reiten. Damit ich den armen Schorn endlich befreien kann. Der müsste ja eigentlich schon längst wegtransportiert sein, solange wir gebraucht haben, um die Mission zu machen. Eigentlich sind das Sachen, da müsste man dann wahrscheinlich direkt reagieren. Und jetzt ist hier auch noch ein Fragezeichen. Ah, okay. Na komm. Dann halt, mache ich das auch noch gerade. Hallo. Hallo. Quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just... there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh, good heavens. My bag, that thing is robbing me. Go, oh, good heavens. Don't worry. That thing is a coyote. Sneaky one, too. Wildlife photographer. Da bleibt mir wohl leider nicht viel mehr, als den zu erschießen, fürchte ich. Wo ist er denn? Mich da anschleichen vielleicht. Obwohl meine Ausdauer voll ins Versagt.
Ist der jetzt weggelaufen? Ah, okay. Hey Kyle, don't think about coming back. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder viel zu viel gerannt, weil jetzt der Kern meiner Ausdauer schon wieder leer ist. Ach man. Der Junge, der hat aber auch gar keine Ausdauer. Hier, das bisschen Berg hoch, Berg runter, mein Gott. Kann nicht anstrengend sein, hier lang zu sprinten. Lalala. Na, haben wir mal 20 Ausdauer mehr bekommen gerade. Steigt die wenigstens auch mal langsam an. I got your backpack. Oh, thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I'm can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Ja, kein Thema. Gab schon schwierigere Aufgaben in meinem Leben, glaube ich. So. Dann reiten wir jetzt wohl weiter nach Blackwater. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss den ganzen Weg wieder reiten. So gesehen echt am Arsch der Welt gespawnt. Luftlinie nicht weit weg, aber vom Weg her auf jeden Fall. Vielleicht gab es aber auch einfach da einen Weg, aber keine Ahnung. Vielleicht hätte ich es einfach probieren sollen, da irgendwo hochzukommen. Aber jetzt haben wir es ja gleich. Auf jeden Fall gibt es hier viele schöne Tiere. Eigentlich echt schade, dass man mit Arthur nicht auf diesen Teil der Map kommt. Generell eigentlich schade, dass hier so wenig stattfindet. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass hier mehr Missionen stattfinden, als das der Fall ist, aber naja, was will man machen. Vielleicht gibt es dafür eine neue Auflage vom ersten Teil, wie gesagt. Das würde mich mega freuen. Das würde ich direkt nochmal dranhängen und nochmal spielen. Habe ich zwar schon 8 Mal, aber ich glaube, oft genug kann man das gar nicht spielen. Ich jedenfalls nicht. Die ganze Reihe ist einfach mega gut. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater to see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the Upper Montana. Then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles. Why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean, and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Arthur kann auf jeden Fall gut Anweisungen geben, scheinbar. Ich habe mir nur eben gedacht, wäre irgendwie geil, wenn
einfach jemand von hinten sich anschleicht, sich auch dazwischen legt, der aber halt eigentlich ein Feind ist, das wäre irgendwie witzig gewesen. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Let's go. Stay with them. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Ist das nicht auffällig, wenn da die Leute so oben das Boot verfolgen? Ich glaube nicht, dass ganz normale Reisende genau dem Boot hinterher reiten, am Rand entlang hier. Apparently there's a camp somewhere around here, where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Aber Trelawney ist schon irgendwie ein cooler Kerl. Redet auch geil. Das Boot hat wohl angelegt. Binoculars out. Let's see what we're dealing with here. Ich muss jetzt mal kurz das Mikrofon ein bisschen verschieben hier. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Ein bisschen auffällig verhalten sie sich ja im Grunde genommen schon. Wenn sie hier dann noch stehen bleiben, das Boot beobachten, Fernglas und dann darunter reiten. Gentlemen, I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Stay here. Das Knife oder das Knife? Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Was ob das auffällt, wenn man hier durch einen Fluss durchläuft. Hold up, he's doing his thing. Gentlemen,
wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You She's take the one on the left. Where is she? Let's go now. Keep down. I'm beside myself. I lose. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. God damn it, Arthur. Come on, let's get up there. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Come on. Yep. We got two way up the canyon to deal with. Qué lindo los boots you got there, eh? Okay, da war ich wohl ein bisschen schnell. Habe ich den bitte mitgetroffen? Ach, warum habe ich das mal wieder verkackt? Laut ist einfach absolut nicht meine Stärke. Quick, come on, let's get up there. Jawohl. Okay, ich habe die Doppelläufige deswegen. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. Charles, you take the right. I'll go left. Okay. Take them down. Goddamn army of these bastards. How much is Sean's bounty? Das ist doch viel mehr Mut. Nee, Sean. Still time. Den habe ich noch.
Let's get Sean. Jawohl. Hurry up, fellas. Arthur. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. This is auch ein Schwitzer. Gibt's hier irgendwas zu holen? Landet hin. Oh, Korbschürze und schieße das Seil durch, um Sean zu befreien. Nein, Gott. Okay. Woher soll man das immer wissen? Okay, in der Dose ist wohl eher nichts drin. Gibt es hier eigentlich irgendwas wirklich Lohnendes? Wahrscheinlich nicht, weil jetzt auch das Verbrechen gemeldet wurde. Ja, doch gerade was geleuchtet, oder nicht? Oh, Geld. Geld ist immer okay. Ansonsten hält sich scheinbar an Grenzen. Okay. Wo können wir dann hin? Wir sind wieder hier auf der Seite. Was ist das hier? Billy Midnight, den könnten wir auch noch holen. Der ist aber jetzt ein Stück weg. Da bekäme ich aber die Waffe, die ich am liebsten spiele. Aber dann mache ich jetzt erstmal hier die mit Dutch vielleicht. Ich wäre da locker dazwischen durchgekommen. Meine Fresse, ey. Scheiß Spiel. Also, das hätte jetzt wohl eindeutig locker gepasst. Das hätte ich sogar nicht hingekriegt. Aber naja, egal. Reiten wir mal zurück zum Camp. Was essen muss ich auch, glaube ich, mal gleich, weil Leben und Ausdauer haben enorm einen geboost. Ich glaube, mein Pferd müsste auch mal was essen. Aber wie immer reite ich jetzt erstmal die Ausdauer leer. Und dann, wenn wir sowieso Pause machen müssen, kann ich ja was essen. Pferd putzen. Pferd essen lassen. Gibt ja genug zu tun. Immerhin ist die Ausdauer vom Pferd mal ein bisschen gestiegen. Braucht doch eher den Araber. Aber den richtig guten gibt es halt erst, wenn wir auch nach Blackwater kommen. Leider. So. Jetzt esse erstmal ich hier etwas. Und zwar. Was esse ich denn?
Das füllt alles wieder auf. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. Gibt es das hier auch noch ohne? Hier. Einfach nur normales kleine Wildfleisch ohne Thymian reicht mir. Dann das Pferdchen möchte auch ruhig. Jetzt kriegen wir ein Haferplätzchen. Achso, schwiegeln würde ich eigentlich das Pferdchen auch noch. Ich erinnere mich. So, machen wir das noch kurz. Besonders dreckig ist es zwar, glaube ich, noch nicht, aber naja. Dann geht's weiter und die Landschaft hier kann man wieder ein bisschen genießen. Eigentlich kann man die ganze Atmosphäre in dem Spiel permanent richtig gut genießen. Eigentlich bräuchte ich hier gar nicht zu reden. Das Spiel ist sowieso viel cooler als alles, was ich sagen und tun kann. Ach, hier ist auch wieder ein Fragezeichen. Ich da mal. Was gibt's denn hier? Hier gibt's schon mal nichts. Ah, ich glaube, ich weiß, was es hier gibt. Hier gibt's was. Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, no, don't worry about these. Actually, well, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah. Well, get them out. Let me take a look. Come on, come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure, it sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes, yes, yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Oh, of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. And you'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Randbottom, at your service. I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Also erstens könntest du mal den ganzen Müll wegräumen. Ja, sieht gut aus hier. Zweitens habe ich das Gefühl, hier wird jemand sehr jung sterben. Aber das war ja damals halt nicht so bekannt. Es ging ja eher dahingehend, dass die Leute dachten, wie er sagt, dass das das Leben verlängert und verbessert. Und drittens, ob der mir einen fairen Preis bezahlt, ist die andere Sache. Aber ich denke mal, wenn man die gesammelt hat, ja, ob man jetzt einfach gar nichts dafür bekommt oder ob man überhaupt was dafür bekommt, ist dann... Oh. Dann bekomme ich ja lieber überhaupt irgendwas dafür. Auch wenn es wenig ist. Hey, what's with the holler? Oh, I got bit. Oh God. Oh, I need medicine or a here, siphon. Drink this. Ich glaube, im Idealfall würde man es aussaugen und Medizin nehmen. Medicine? Oh, thank you, Jesus. Oh. You saved my life. I owe you. That's right. I do. Well, I gotta get out of here.
Ich weiß jetzt nicht, ob da so viel gegen das Gift bringt, die Medizin, die es damals so gab. Ich glaube, dir geht es ziemlich schnell ziemlich viel besser. Aber ob das wirklich viel gegen solche Wunden und gegen Gift bringt, das wage ich mal noch anzuzweifeln. Die Inhaltsstoffe waren ja damals etwas anders als heute. Aber naja, okay. Charles Grusen. I think I'll leave the celebrating to the experts. Ach, da wird heute gefeiert. Da sind gar keine Missionen verfügbar. Okay. Aber was essen könnte ich, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Ach, scheiße. Arthur. Oh, Arthur. Do you seem in a good mood? I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. We having a party? Maybe. Just a little one. Oh, ich brauche ja gar nichts zu essen, weil ich ja eben erst was gegessen habe. Aber dann hier Musik. Das ist mein Lager. Wo ist denn hier Musik? Aber ich könnte mal hier die Fotografie untersuchen. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Beatrice Morgan, Springworks, 1870. Ich vermute mal, es könnte vielleicht seine Mutter sein. Hier steht nichts drauf. Ah ja, okay. Dann feiern wir einfach mal ein bisschen mit. Hm? You okay, Jilly? Yes, just relaxing. So good to have Sean back. Yeah, well, you say that now. Them that discovered the stuff must have thought they was gods among monkeys. They discovered fire. In our time, they've discovered a wire you can talk down to speak to people you wanted to avoid so much you moved. Kann man mit Bier. You know this one, don't you? Go join in. Finally, some good news, eh? Indeed. Kann ich auch mal so richtig zusaufen. Mal gucken, was dann passiert. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht in dem Spiel. So you're drinking, pals, back? With the vengeance, it seems. When I was in the army. Yeah, I've forgotten how loud he was. Talking about what they were going to do the second they left the army. All kinds of things, like, oh, I'm going to go and I'm going to be a cook, or, well, I'm going to go out and I'm going to find me a wife. Hell, someone's like, I'm going to go and dance with the finest whore in San Francisco. You know, some shit like that. You know how fellas is. Oh, well, no offense. But you know what every one of them did the second they left the army? Join the goddamn army again. Jesus Christ. I mean, here is a group of fellas that spent every waking minute just dreaming of leaving. And then they left. And then they jumped back in. Very nice. But how about something a little more civilized? Gab's damals überhaupt zivilisierte Volkslieder? Ich gucke jetzt mal, ob man sich da richtig gut betrinken kann, bis man ohnmächtig wird. Gibt's nichts Härteres als Bier? Der verträgt zu viel. Jetzt kommt's langsam. You're always ready to let loose, Mark.
Noch geht's aber vom Laufen. Jetzt trinke ich einfach mal am Laufen und mal gucken, wie es da verändert und entwickelt. Did you miss him? You know, I think I actually did. Me too. Auf einmal. Mr. Marston? Hey, Arthur. You doing all right? Still breathing, so must be good. Well, he's back. Okay, redet aber auch irgendwie noch normal. Hey, folks. Hey there. Hey, you want to join us? Hey. Hello. Hey. Ich will noch ein Bier. Ich sehe zwar überhaupt nichts mehr teilweise, aber... So. Einfach mal richtig die Kante geben jetzt. Noch eins. Gucken, was da hinten noch so abgeht. Da gibt es ja scheinbar auch noch Bier. Kann man die Kisten leer trinken? Kann ich das noch lesen? Oh, das ist dann auch versprungen. Nö. Hiermit wird die unehrenhafte Entlassung von Marion Williamson oder so aus dem Militärdienst der Vereinigten Staaten wegen versuchten Mordes und Ungehorsams bescheinigt. Datiert auf den 27. Tag im September, Dezember 1892, diensthabender Offizier Colonel Harold T. Irving, 15. Infanterie. Okay. Ich wollte aber eigentlich so eine Bierflasche. Bill hat auch schon einen sitzen. Verdammt, das habe ich zu lange nicht getrunken. Der Fall des betrügerischen Deutschen, Nummer 18 aus der Krimi-Haie von Eldus Filsen oder so. London war in eine dichte Nebeldecke gehüllt. Sie hing über der Stadt wie eine Decke, die an einem Ort aufgehängt wurde, an dem man Dinge aufhängt und die alte, doch betriebsame Stadt, der wundervollste und schrecklichste Ort auf der ganzen Welt, war sowohl schön als auch unheilvoll wie ein junges Mädchen, das einen Junggesellen zur Ehe verleitet oder ein Schmuckstück, das einen Mann zum Mord verleitet. Dies waren meine Gedanken, während ich mich mit Dingen beschäftigte, mit denen sich ein Gentleman normal beschäftigt, wenn er am Anfang einer Geschichte untätig darauf wartet, dass das Abenteuer beginnt. Und gerade als unsere letzten Abenteuer beendet waren, stand bereits ein neues Abenteuer bevor. Ich wusste es und Aldous Filsen wusste es auch. Selbst unsere Zimmer wussten es oder vermittelten zumindest den Anschein, da eine erwartungsvolle Stimmung ganz ähnlich den Nebel über dem Ort lag, wie zwei Freunde, die sich zusammenleben und gemeinsam für Überraschung aufschreien. Denn genau das, werter Leser, geschah als nächstes. Mein Gott, rief ich aus. Unfassbar, stieß Filsen hervor. Ja, selbst Filsen, der brillanteste Mann im Empire, Detektiv, Yogi, Weiser, Wissenschaftler, Organist, Erzähler, gelegentlicher Dieb, Patriot und Fachmann in tausenden anderen Bereichen, war überrascht. Unfassbar, wiederholte er. Was machen Sie denn hier? Denn vor uns stand, als wäre er nicht zuletzt in einem Turm auf einer tropischen Insel eingesperrt gewesen, wo ihn der sichere Tod erwartete, der verabscheuenswürdigste Mann in ganz Europa. Der niederträchtigste, deutscheste, tyrannischste und wahnsinnigste. Baron von Schwarzhardt. Es versteht sich schon selbst, dass seine Waffe gezogen war. Ich bin nicht hier, um mich zu rächen, Herr Filsen, sagte er mit einem affektierten deutschen Akzent. Was wollen Sie dann? Sprudelte es beherzt aus mir heraus. Erstens will ich beweisen, dass selbst der beste Mann in Großbritannien einem deutschen Aristokraten nicht gewachsen ist, was ihrer beider Gesichtsausdruck, als ich durch die Tür kam, deutlich zeigte. Und zweitens will ich Ihnen ein Geschäft vorschlagen.
Die Augenklappe des Barons zuckte, während er sprach. Nur ein Narr würde einem Mann wie ihm vertrauen. Und Filson war kein Narr, er war durch und durch Engländer. Ich machte ihresgleichen keine Geschäfte, Baron. Aber ich gebe zu, dass ihre Flucht selbst mich überrascht. Und es ist mehr als 5 Jahre her, seit mich zuletzt etwas überraschen konnte. Während es bei mir beinahe täglich der Fall ist, warf ich ein. Was daran liegt, dass Sie, mein lieber Freund, arglos durchs Leben gehen. Seine Worte versetzten mir einen Stich wie von einer Biene oder einem Skorpion. Doch ich grinste und nahm sie hin, denn Filson konnte grausam sein, aber ich vergab ihm. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, war er tatsächlich wie ein Skorpion, gerissen, rätselhaft und ausgestattet mit einem Stachel. Das war etwas, das der Baron vergessen hatte. London war im geheimnisvollen Nebel gehüllt. Der Deutsche war gerissen und doch war Filson noch nebelhafter, geheimnisvoller und gerissener als beide zusammen. Im Nu hatte er den Baron entwaffnet und hielt ihm bebend einen Degen unter sein Kinn. Und jetzt, werter Baron, werden Sie mir, wenn ich Sie nicht wie ein Fisch mit dem Schwert durchbohren soll, erzählen, wer Sie sind und was Sie hier wollen. Ich bin Baron von Schwarzhart, keuschte er, doch noch während er sprach, fiel seine Verkleidung von ihm ab. Vor uns stand alles andere als ein Deutscher, sondern schlimmer noch, eine Frau. Okay. Ach ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt absolut nicht mehr betrunken. Aber hier gibt's was Härteres als Bier, sehe ich gerade. Dann mal los, Whisky. Beschleunigt die Sache bestimmt. Die Sache mit dem Leben auch. Okay, die Gesundheit geht enorm runter. Ich kann auch keine mehr nehmen. Dann gehe ich halt wieder zum Bier. Gehen wir mal wieder alles. Dann diesmal wieder mit Bier. Oder ging das jetzt nur nicht, weil der Reverend Swanson mich angesprochen hat? Für den ist es schlecht, wenn wir hier ein Fest feiern, habe ich das Gefühl. Gott sei Dank werden die Bierflaschen auch nicht weniger. Der kann ich doch bestimmt bewusstlos saufen. Ich krieg das hin. Ich bin zuversichtlich. Ich höre gerade ein bisschen im Bild zu. Jetzt höre ich nicht mehr. Jetzt werde ich langsam zu betrunken scheinbar. Doch nochmal ein Whisky gehen kann. Was mit dem Bier schon verdammt lange dauert. Auch wenn das jetzt Leben kostet. Dafür haut er bestimmt ein bisschen mehr rein. Okay, das ging scheinbar eben nur nicht mehr wegen dem Riverwind, weil der mich angesprochen hat. Auf jeden Fall kann ich mich scheinbar komplett kaputt saufen, wenn ich das Leben sehe.
Ich glaube, so wirklich bewusstlos laufen kann ich mich scheinbar eher nicht. Kein Mensch würde so viel aushalten. Was gibt's denn hier noch? Müsste hier irgendwo sein, ich sehe nur nichts. Hier. Ja, okay. Die andere Frage wäre jetzt noch, was passiert, wenn ich jetzt was esse? Wenn das Leben wieder hochgeht? Oder was passiert, wenn ich mir einfach so die Kante gebe, dass mein Kern leer ist? Komm, das probiere ich jetzt mal aus. Ich leere jetzt mal den Kern hier aus. Guck mal, ob ich dann tot umfall. Ob ich mich jetzt wirklich tot saufen kann. Anscheinend nicht. Einfach nur den Kern leer. Okay. Aber ich habe das Gefühl, so richtig bewusst durchsaufen kann ich mich auf jeden Fall nicht. Es ist jetzt nochmal was, dass das Leben nochmal hochgeht. So will ich rumlaufen. You love a party, Mr. Pearson. We need it. I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry. And when I get thirsty, I'll lay down and cry. Sing ich halt auch mal mit. It's beefsteak when I'm hungry and whiskey when I'm dry. Greenbacks when I'm hard up and hell when I die. Hat der eine geile Stimme. Rye whiskey, rye whiskey, I try. If I don't get rye whiskey, I surely will die. Oh baby, I've told you before. Do make me a pallet, I'll lie on the floor. I've rambled and trampled this wide world around. Raising hell with the gang, that's where I am bound. Okay. It's with these gunslingers, dear Molly, I'll roam. I'm a rabble rouser and Dixie's my home. Untersuchen, was kann ich denn hier noch untersuchen? Kann ich das lesen? Arthurs Vater. Arthurs Hund. Hosea, Dutch und Arthur. Arthurs Hufeisen. Okay, morgen, 3 Stunden haben wir noch. Oh baby, I've told you before. Do make me a pallet, I'll lie on the floor. Okay. Damit würde ich sagen, beende ich die Aufnahme. Und ja. Gehe wahrscheinlich auch gleich schlafen oder ich nehme noch eine Folge auf. Das überlege ich mir jetzt noch, ob ich noch zum Dutch gehe oder ob es das erstmal gewesen ist. Blume. Okay. One night when I was frisky. Und eben hatte ich eigentlich noch eine Lageranfrage aktualisiert, aber keine Ahnung, inwiefern. Nix Arthur, ich muss jetzt hier mal. Ne, auf die Jacke gehe ich jetzt nicht mehr. Okay, dann beende ich hier die Aufnahme und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.